Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu den Breaking Electro News, der einzig wirklich seriösen Informationsquelle rund um das Thema E-Mobilität im Internet inklusive YouTube und heute mit folgenden Themen. Volvo stellt den EX30 sich vor, Akkuzertifikat kommt, Audi setzt auf Direktverkauf, The Community Corner und der Schnitzer der Woche. Einige von euch werden meinen Trip mit dem Volvo C40 nach Barcelona bzw. nach Mallorca verfolgt haben und seitdem bin ich auch durchaus ein kleiner Volvo-Fan. Und jetzt hat Volvo den EX30 vorgestellt und ich muss sagen, das Auto gefällt mir auch ausgesprochen gut. Elektrif.net titelt, Volvo stellt den E-SUV EX30 offiziell vor. Der EX30 wird in drei Varianten auf den Markt kommen. Die Einstiegsvariante verfügt über einen elektrischen Heckantrieb, wichtig, mit 272 PS und ein maximales Drehmoment von 343 Newtonmeter. Der geht also schon ganz gut voran. Der Akku ist mit 49 Kilowattstunden netto ein bisschen klein bemessen in meinen Augen, aber für die meisten Alltagssituationen reicht das dicke aus. Mit diesem kleinen Akku soll der Volvo nach WLTP 344 Kilometer weit kommen. Die Ladezeit am Schnelllader mit 175 kW beträgt 26 Minuten. Ich gehe mal davon aus, hier ist von 10-80% gemeint. Da die Akkukapazität nicht besonders groß ist, ist das jetzt kein beeindruckender Wert. Die Extended Range Version hat einen 64 Kilowattstunden großen Akku netto. Da sind wir also auf Kona Elektro und Kia Niro EV Niveau. Und soll eine WLTP-Reichweite von bis zu 480 km ermöglichen. Die anderen technischen Daten sind laut Elektrif.net identisch zur Einstiegsvariante. Allerdings hat die mittlere Variante dann noch etwas mehr Kraft und beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 5,3 Sekunden. Also mehr als ausreichend. Bei der Single-Motor-Variante sind es 5,7 Sekunden. Natürlich darf auch eine Performance-Variante nicht fehlen. Die schafft es von 0 auf 100 in nur 3,6 Sekunden. Das ist der Wahnsinn. Das Modell hat einen weiteren E-Motor an der Vorderachse und eine Nennleistung von 428 PS. Die Batterie eine Nettokapazität wie die anderen Fahrzeuge mit größerer Reichweite von 64 Kilowattstunden. Volvo hat sich übrigens entschlossen, bei der Performance-Variante Akkus mit NMC-Zellchemie einzusetzen, während bei den anderen Akkus LFP-Zellen zum Einsatz kommen. Von den Fahrzeugabmessungen kann man den EX30 zu Recht als Kompakt-SUV bezeichnen. Der macht sicherlich auch im Stadtverkehr eine gute Figur. Er ist nämlich nur 4,23 Meter lang. Im Gegensatz dazu wird bei Hyundai ja mit dem Facelift der Kona etwas länger. Ich glaube 4,40 Meter oder leicht über 4,40 Meter wieder lang. Wir haben eine Breite von 1,83 Meter und eine Höhe von 1,55 Meter. Damit auch ein bisschen SUV-Gefühl aufkommt, schreibt Elektrif.net. Preislich ist der Volvo jetzt kein totales Schnäppchen. Volvo ist ja auch eher im Premium-Segment angesiedelt. Wir haben also beim EX30 einen Einstiegspreis von 36.590 Euro. Die Extended-Range-Variante und die Performance-Varianten sind ab 41.790 bzw. 48.490 erhältlich. Und wenn man bei der Performance-Variante bedenkt, dass man da ja eigentlich einen Sportwagen bekommt, zumindest was die Beschleunigungswerte angeht, denke ich, geht der Preis in Ordnung. Wir werfen jetzt auch nochmal einen Blick auf das Fahrzeug. Das hier sind Computer-Renderings, davon gehe ich mal aus. Das dürfte noch kein Foto sein. Ich muss sagen, Volvo macht einen Spitzenjob. Die Autos sehen einfach gut aus. Hier haben wir Thors Hammer bei den Scheinwerfern. Ja, ich kann nur sagen, die Autos von Volvo sind sexy, auch wenn es ein SUV ist und ich kein großer SUV-Fan bin. Den finde ich schick. Auch von der Seite gefällt er mir richtig gut. Also das, was hier an Fotos schon von Volvo veröffentlicht wurde oder an Renderings, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, da kann ich nur sagen, Daumen hoch trifft absolut meinen Geschmack. Innenraum, ja, da tue ich mich ein bisschen schwer. Ich gehe mal davon aus, dass hier oben kein extra Display vorhanden ist, sondern da werden wahrscheinlich die Müdigkeitserkennungssensoren untergebracht sein. Display in der Mitte ist auch ein bisschen klein. Beim Innenraum, ja, da muss ich ehrlich sein, holt mich Volvo nicht so richtig ab. Da würde ich mir ein bisschen größeres Display tatsächlich wünschen und vor allen Dingen auch ein Display vor dem Lenkrad oder aber ein Head-Up-Display. Aber soweit ich weiß, ist für den Volvo EX30 zunächst erstmal kein Head-Up-Display vorgesehen. Aber abgesehen davon denke ich, dass Volvo mit dem EX30 ein attraktives Paket geschnürt hat. Ich finde die Auswahl an Varianten wirklich interessant. Der mit dem kleinen Akku wäre jetzt mir von der Reichweite her ein bisschen zu knapp, aber für die meisten Menschen dürfte das sogar ausreichen. Die Performance-Variante glänzt mit tollen Fahrleistungen und das auch noch zu einem halbwegs angemessenen Preis. Ich weiß, knapp 50.000 Euro, das ist schon nicht gerade billig. Und dann kommen ja noch Ausstattungen dazu, das ist man sicherlich ganz schnell auch bei 60.000 Euro. Trotzdem, von mir gibt es einen Daumen hoch und ich hoffe, dass ich den EX30 auch zeitnah mal testen kann. Wer hätte es gedacht, vor einer Woche bei meinem Vortrag im Gemeindezentrum auf Biber habe ich noch von einem Akkuführerschein gesprochen und jetzt hat mich der Stefan auf den Artikel von E-Fahrer Chip hingewiesen.
Dort titelt man: Zusätzlich zu Führerschein, Fahrzeugschein, E-Autos brauchen bald neues Dokument. Ich muss hier aber gleich einschränkend betonen, dass es sich nicht um die Bemühungen der EU um die Einführung eines verpflichtenden Batteriezertifikates handelt, sondern um eine private Initiative, die ich trotzdem begrüße. E-Fahrerchip.de führt auf jeden Fall aus, dass das Vertrauen von Verbrauchern in Akkus durch Smartphones und ähnliche Geräte, wo der Akku eher kurzlebig ist, ein bisschen erschüttert ist, und dem will CARA entgegensteuern. CARA ist die European Car Remarketing Association und die will mit einem Zertifikat gegensteuern. CARA-Vorstandsmitglied Roland Gagel, der auch beim TÜV Süd tätig ist, hält die sogenannte State-of-Health-Zertifizierung für zwingend. Beim Verbrenner seien Laufleistung und Fahrzeugalter vielleicht die bestimmenden Kriterien, bei der Wertermittlung beim E-Auto komme jedoch der Batteriezustand hinzu. Da stimme ich zu. Es brauche daher eine datengestützte Bewertung. Der State-of-Health-Test werde, so Gagel, wahrscheinlich eine der Voraussetzungen werden, um mit gebrauchten Stromern zu handeln. Das ist natürlich immer die Frage, wer zertifiziert. So lasse sich die Spreu vom Weizen trennen und der Käufer erhalte die Sicherheit, nicht zu viel zu bezahlen. Das, was ich ein bisschen fraglich finde, ist die Tatsache, dass CARA auf das Batteriemanagement setzt. Beim State of Health handelt es sich um einen Industriestandard für die Prüfung und Bewertung von gebrauchten Autobatterien, bei dem sich der Ist-Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Besitzerwechsels exakt bestimmen lasse. Bei dem Verfahren werde das Batteriemanagementsystem selbst genutzt, womit das Ergebnis für den Händler über die eigene Batterieanalyse nachvollziehbar werde. Das könnte man ja dann auch jedem Kunden, jedem Auto-Eigentümer zur Verfügung stellen, wenn die entsprechenden Daten sowieso in einem Steuergerät hinterlegt sind. Weiter heißt es, dass in Sonderfällen, zum Beispiel bei einer Beschädigung bei einem Unfall, eine weitere unabhängige Bewertung erforderlich sei. Weiter wird der CARA-Vorstand zitiert: Ich glaube, dass es schwieriger sein wird, Elektrofahrzeuge ohne klaren Batteriezustand wieder zu vermarkten, und zwar schon im kommenden Jahr. Gut, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ältere Elektroautos, ja, da sehe ich das auch. Da gibt es ja auch schon so ein paar Möglichkeiten, wie man das testen kann. Da gibt es schon ein paar Anbieter, aber CARA möchte da den Standard setzen und vielleicht sogar so eine Art Monopol aufbauen. Das muss man mal abwarten. Mit anderen Worten, laut CARA werde sich das Verfahren, das von der EU anerkannt sei, unabhängig von staatlichen Auflagen durchsetzen, da Verkäufer und Käufer nur so auf der sicheren Seite seien. Die ersten Zertifizierungsstellen werde es bereits in diesem Quartal geben. Bilder vom Fahrzeug und eine lückenlose Dokumentation der Historie werde das Zertifikat aber nicht ersetzen. Wobei ich sagen muss, vielleicht wäre ja auch mal so ein Rundrum-Paket für die Zertifizierung von einem Auto eine ganz gute Idee. Das kostet vielleicht einige hundert Euro mehr, würde aber auch nochmal für mehr Vertrauen und mehr Sicherheit bei Käufern von Gebrauchtfahrzeugen sorgen. Also wir halten fest, nicht nur wir haben erkannt, dass eine Akkuzertifizierung wichtig ist, auch bei Neufahrzeugen, um zu wissen, welcher Akku denn dort verbaut ist. Die EU hat das erkannt, die möchte nämlich so eine Art Akkuführerschein einführen, mit dann halt auch einer Seriennummer, damit man den Akku zuordnen kann. Und auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt macht man sich darüber Gedanken, wie man dem Käufer von Gebrauchtwagen die Angst bezüglich des Akkuzustands nehmen kann. Das begrüße ich natürlich, aber ob es jetzt unbedingt CARA sein muss oder ob sich andere Anbieter durchsetzen werden oder andere Verfahren, das muss man natürlich nochmal abwarten. Es gibt da, wie gesagt, schon einen Anbieter, mit dem arbeitet auch der ADAC, soweit ich weiß, zusammen, und die DEKRA. Da wird dann auch das Auto ein paar Mal leer gefahren, da verlässt man sich also nicht ausschließlich auf das BMS. Also es bleibt spannend, aber das Thema Akku und Zertifizierung haben nicht nur wir im Blick, sondern auch andere haben erkannt, wie wichtig das ist. Mindestens genauso wichtig ist es für viele Autohändler zu wissen, in welche Richtung es in Zukunft in Sachen Autoverkauf geht. Bei Audi hat man jetzt Gewissheit, denn für Elektroautos gibt es jetzt auch das Agenturmodell. Audi geht neue Wege. Direktverkauf von E-Autos ab 2024, schreibt elektroautonews.net. Wie die Automobilwoche berichtet, plant der Automobilhersteller auf ein Direktverkaufsmodell für seine Elektrofahrzeuge umzustellen. Mit dieser radikalen Veränderung will Audi seine Händler in eine neue Rolle versetzen. Ab 2024 werden diese nicht mehr Elektroautos von Audi kaufen und sie dann an Endkunden weiterverkaufen. Stattdessen werden sie im Namen von Audi handeln und die E-Autos direkt an Kunden vermitteln und dann auch eine feste Provision bekommen, die dann vielleicht ein bisschen höher ausfällt, wenn man mehr Autos als geplant verkauft. Aber da werden die Händler schon ein bisschen beschnitten. Diese Umstellung hat bedeutende Auswirkungen auf den gesamten Verkaufsprozess. Vor allem für Kunden bedeutet das sogenannte Agenturmodell das Ende der Händlerrabatte, da Vertriebspartner keinen Einfluss mehr auf den Endpreis haben werden. Das kennen wir ja bereits schon von VW und auch von Tesla kennen wir das. Dort ist der Preis, der online zu sehen ist, auch der Endpreis. Damit setzt Audi auf Transparenz und einheitliche Preise im Direktverkauf seiner Elektroautos.
und verhindert natürlich, dass auch die Neuwagenpreise verwässert werden, je nachdem, zu welchem Händler man geht, je nachdem, wie gute Kontakte man hat oder wie hoch das Verhandlungsgeschick ist. Das ist also sicherlich ein Schritt, den auch weitere Hersteller in Zukunft gehen werden. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die neue Verkaufsstrategie ausschließlich für E-Autos gilt, schreibt elektroautonews.net. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor werden weiterhin auf herkömmliche Weise über die Händler verkauft. Die Entscheidung für dieses neue Modell erfolgte dem Bericht zufolge nicht ohne Widerstand. Das kann ich mir vorstellen. Warum er jetzt beim Verbrenner Ausnahmen macht, ist mir nicht ganz klar. Aber dass die Händler da nicht begeistert sind, kann ich verstehen. Denn ihnen werden Stück für Stück Kompetenzen abgenommen. Das kenne ich noch von meiner Zeit bei der Sparkasse. Denn da wurde die Position des Filialleiters von Jahr zu Jahr über Jahrzehnte hin immer mehr ausgehöhlt, weil die Kompetenzen immer mehr beschnitten wurden. Und heute ist ein Filialleiter bei der Sparkasse nicht mehr das, was er vor 20, 25 oder 30 Jahren war. Nach intensiven Verhandlungen hat man sich mit den Händlern wohl darauf geeinigt, dass es eine feste Provision beim Autoverkauf von 6% gibt. Das ist jetzt auch gar nicht so schlecht. Wenn so ein Audi 50.000 Euro kostet, dann hat man 3.000 Euro Provision. Das finde ich ganz ordentlich. Und eine flexible Zahlung zwischen 1,5 und 2,5% noch on top kommen. Der flexible Anteil soll jedoch in den Jahren 2025 und 2026 allmählich auf 1,5% sinken. Audi ist nicht der einzige Autohersteller, der solche Änderungen vornimmt, schreibt elektroautonews.net. Auch Konkurrenten wie Mercedes-Benz und BMW stellen auf das Agenturmodell um. Mercedes startet diesen Monat mit dem Direktverkauf in Deutschland, während BMW plant, sein Vertriebsmodell erst 2026 zu wechseln. Wäre ich Autohändler, ich würde mir ein bisschen Sorgen um die Zukunft machen, denn die Werkstatteinnahmen werden rückläufig sein, wenn Elektromobilität erstmal richtig durchstartet. Und jetzt werden auch noch die Einnahmen aus den Verkäufen unter Umständen beschnitten. Vielleicht kommt aber am Ende sogar für den Händler mehr dabei raus, weil er ja keine Rabatte mehr gibt. Das muss man halt mal abwarten. Trotzdem, in der Branche bleibt auch kein Stein auf dem anderen. Und ich bin sehr gespannt, wie viele Händler in den nächsten 10 bis 15 Jahren überleben werden. Vielleicht sehen wir Ähnliches wie beim Tankstellensterben. Tankstellen gibt es ja auch immer weniger. Also es sind ungewisse Zeiten für Autohändler, aber das ist ja in allen Branchen so. Die Veränderungen kommen in immer kürzeren Zeitabständen. The Community Corner. Bevor wir zur ersten Mail der Community Corner kommen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich werde heute am e-tag.org in Büdingen teilnehmen. So ab 13.30 Uhr, 14 Uhr werde ich dort aufschlagen. Wenn ihr also in der Nähe wohnt und Zeit habt, würde ich mich freuen, wenn ihr dort auch mal vorbeischaut. Die erste Mail des heutigen Tages kommt vom Volker aka Klopfkissen und er schreibt: Sehr geehrter Herr Schmidt, König der unbefestigten Hallenzufahrt und Fahrer eines Autos ohne Farbe. Das ist auf keinen Fall die richtige Anrede. Nach einer unerträglich langen Wartezeit von 3 Wochen, wie geht das denn, habe ich vor kurzem meinen MG 4 Standard in Empfang genommen. 2 Wochen gingen dann auch noch aufs eigene Konto vom Volker, weil er seinen Benziner noch verkaufen musste. Die erste Fahrt ging nach Zusmarshausen. Hier habe ich bereits mit dem Benziner öfter Rast gemacht, da hier die Verpflegung mit Burger, Pizza und Kaffee köstlich ist. Wisst ihr Bescheid? Ich habe in den ersten 10 Tagen bereits 1200 Kilometer abgespult und bin sehr zufrieden mit dem Auto. Deine Videos verfolge ich seit 1 bis 2 Jahren und finde die Mischung aus Unterhaltung und Information ziemlich gelungen. Wieso nur ziemlich? Viele Grüße aus München, Volker aka Klopfkissen. Und jetzt schauen wir uns sein Schätzchen mal an. Und so wie alle Teslas weiß sind, scheinen auch alle MG4s weiß zu sein. Wir sehen das Auto hier also beim Laden am Sortimo Innovationspark in Zusmarshausen. Das Auto von hinten. Hier haben wir dann von der Seite. Der MG4 ist richtig schnittig, wie ich finde, und bietet auch einen ordentlichen Gegenwert für das gezahlte Geld. Hier haben wir nochmal von vorne. Ich finde den gelungen. Mir gefällt der MG4 richtig gut. Das ist ein Auto, was ich mir auch von VW hätte vorstellen können. Also ich kann dich zu diesem Kauf und der kurzen Wartezeit nur herzlich gratulieren, lieber Volker. Und ich wünsche dir mit deinem schneeweißen MG4 natürlich allzeit knitterfreie Fahrt. Und das trotz der Anrede. Die nächste Mail kommt vom Chris aus Wien und der schreibt: Hallo König der Biberzähnchen. Was ist denn heute los? Keine einzige richtige Anrede oder was? Heute habe ich 2 Meldungen für deine Community Corner. Ich komme gerade von einem langen Wochenende in Verona zurück und hatte dort ein Ladeerlebnis der anderen Art. Bei Ankunft an einem Ladepark von Ionity mit 16 Ladeplätzen waren überraschenderweise alle Plätze belegt. Wie du auf dem Foto sehen kannst, waren alle Fahrzeuge BMWs mit Münchner Kennzeichen. So muss das sein, BMW erobert die Elektrowelt. Auf Rückfrage stellte sich heraus, dass sie auf einer Gruppenüberstellung zu einem Event in Cannes sind.
Wieso sie von München nach Cannes über Verona fahren, habe ich in meiner Überraschung aber nicht mehr gefragt. Ich weiß sowieso nicht, wie das geografisch alles ist. Zum Glück dauerte mein Frust nicht lange und einer der BMWs machte mir Platz, sodass ich meinen XC40 auch laden konnte. Wie du siehst, schaut er fast ein wenig verloren und ängstlich zwischen den protzigen Karren aus. Na gut, was heißt protzig, ne? BMW, aber es sind natürlich einige i7s. Die zweite Meldung betrifft eine Tankstelle, die zeigt, wie genial man bestehende Infrastruktur aufwerten kann und daraus ein Geschäftsmodell erstellt. Bei der Heimfahrt nach Wien entdeckte ich in Kleisdorf diese tolle Lademöglichkeit, die wir uns gleich noch anschauen. Eine Tankstelle hat ihre Saugplätze überdacht und mit 300 kW-Ladern versehen. Das heißt, ich kann anstecken, mein Auto aussaugen und dann noch in den Tankstellenshop auf einen Kaffee. Ich finde, hier ist alles richtig gemacht und hoffe, dass andere sich daran ein Beispiel nehmen. Viele Grüße aus Wien, Chris. Davon gehe ich aus, man wird den Elektroautofahrer auch als Kunden entdecken. Hier haben wir dann die gesamte Armada der BMWs. Hier ein BMW, das ist ein iX, nehme ich mal an. Der Rest scheint hier i7 zu sein. Nee, dann noch ein iX. Also fette Karren kann man an der Stelle, glaube ich, schon sagen, so wie das der Chris auch formuliert hat. Hier haben wir dann den Volvo XC40, der wirklich ein bisschen schüchtern und verloren aussieht, muss man ganz ehrlich sagen. Und die riesigen Nieren, ne? Also es ist, die sind schon ein bisschen aufdringlich, die BMWs. Muss ich ehrlich zugeben, ich habe ja auch diese Biberzähnchen. Und dann haben wir das Ganze noch hier SB-Saugen und Hyperchargen oder Hypercharge. Also ich denke auch, dass das hier ein Modell ist, was Schule machen sollte. Wir haben Alpitronic-Lader, die sind auch zuverlässig. Man kann das Auto aussaugen. Und wie der Chris schon gesagt hat, man kann auch noch in die Tankstelle gehen, um dort ein Käffchen zu schlürfen. Da kann man nichts dran aussetzen. Und auch an deinem XC40 kann ich natürlich nichts aussetzen. Tolles Auto. Wie gesagt, ich war in Barcelona damit. Und ich wünsche dir mit deinem Elektroflitzer natürlich auch allzeit knitterfreie Fahrt. Die letzte Mail der Community Corner, die kommt vom Sven. Den habe ich ja am Sodimo Innovationspark in Zusmarshausen auch getroffen. Und der schreibt: Servus Dattel. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Soll es sowas heißen wie Nattel? Höchst wahrlicher Verkünder der E-Mobilität und größter YouTuber der Welt, Hust. Ich nehme das mal so hin als Anrede, die akzeptabel ist. Nach einigem Theater konnte ich nun am 3. Mai endlich meinen Smart Hashtag One Brabus abholen. Nach der Bestellung am 25.01. der bereits am 14.03. erfolgten Zulassung. Also er hat das Auto fast 2 Monate nicht fahren können, obwohl es zugelassen war. Und einem kleinen Händlerwechsel konnte ich endlich mein erstes BEV in Empfang nehmen. Die ersten 340 Kilometer waren schon mal geil und ich habe noch nicht mal den Brabus-Mode getestet. Er hat auch lang gebraucht, ich weiß nicht, ob er mittlerweile den mal angetestet hat. Schon eine Umgewöhnung von ca. 42 Kilometer Reichweite im Sommer auf 400 Kilometer laut WLTP. Er hat vorher einen Hybriden gehabt, soweit ich weiß, deshalb die 42 Kilometer. Irgendwie sinkt der Akkustand deutlich langsamer. Ach ja, THG über Ben THG ist erledigt, Selbstverständlichkeit. Vielen Dank dafür, lieber Sven. So, dann will ich nicht viel sappeln, man soll sich ja kurz halten, na, das ist dir aber nicht ganz gelungen. Nochmal danke für deinen super Job als Influencer und mach weiter so, auf jeden Fall Sven, vielen Dank. Wir sehen uns in Zusmarshausen und später zum Bandtreffen, hatte ich ja schon gesagt, da haben wir uns getroffen. Ein paar Fotos findest du unter dem Link. Hochachtungsvoll Sven, aka der Seso S, Hashtag 1B, also für den Brabo steht das. Hier haben wir den Innenraum des Hashtag 1 Brabus, ich habe ja auch mal drin gesessen im Auto von Mike, der ja einen Motorschaden an der Front hat. Also da drücken wir weiter die Daumen, dass er bald sein Auto wieder hat. Aber er hat wohl eine echte Odyssee vor sich und teilweise schon hinter sich. Also Innenraum auf jeden Fall schick. Man sitzt auch gut im Auto. Hier haben wir das Auto dann mal von vorne. Eine der Schokoladenseiten. Und der Sven hat sich auch getraut, Lord Helmchen von der Seite nochmal zu fotografieren. Das seht ihr hier, warum ich das Auto als Lord Helmchen bezeichne. Er erinnert mich irgendwie daran. Ich weiß, ich mache mir keine Freunde unter den Hashtag Wannfahrern. Susanne, tut mir leid. Und hier nochmal eine Schokoladenseite von hinten. Da, denke ich, erkennt man auch so ein bisschen die Verwandtschaft zu Mercedes. Ich kann dich zu diesem tollen Elektroauto, zu diesem Elektrosportwagen, zu dieser absoluten Elektrowaffe auch nur herzlich beglückwünschen, lieber Sven. Und ich wünsche dir natürlich auch allzeit knitterfreie Fahrt und vor allen Dingen motorschadenfreie Fahrt. Ja. Dann der Schnitzer da noch. Lebst noch? Der heutige Schnitzer der Woche kommt vom John Doe. Ich habe den Namen mal unkenntlich gemacht. Und es geht um einen Artikel der OM Online, Oldenburger Münsterland. Also ich gehe davon aus, so heißt die Zeitung. Dazu hat der John Doe auch noch hier einen Screenshot mitgeschickt von dem eigentlichen Artikel. Den will ich hier aber gar nicht zeigen. Man muss sagen, dieser Schnitzer der Woche, der ist mir so ein bisschen subtil. Den sieht man zwischen den Zeilen. Der Redakteur, der den entsprechenden Artikel, auf den wir gleich eingehen werden, verfasst hat,
der scheint ein bisschen Probleme mit Elektromobilität zu haben. Auf jeden Fall schreibt der John Doe, moin, ihr habt noch, erleuchteter Oben- und Herrscher von Pistonia, endlich eine rundherum richtige Anrede. Heute früh ist mir fast der Kaviar aus der Hand gefallen, als ich die Zeitung gelesen habe. Der erste Satz im anliegenden Artikel spricht schon Bände. Mit staatlicher Förderung ist es der Politik gelungen, in den vergangenen Jahren hunderttausende batterieelektrische und Hybridfahrzeuge neu auf die deutschen Straßen zu bringen. Und da seht ihr schon, das ist ein bisschen subtil. Auf der einen Seite stimmt das natürlich, auf der anderen Seite suggeriert das natürlich, dass es nur aufgrund der Förderung funktioniert hat und es nicht an den tollen Elektroautos liegt. Also hier meine ich schon ein bisschen Aversion gegen Elektroautos rauslesen zu können. In dem Artikel soll es wohl eigentlich um den Batterietest der Dekra bei Gebrauchtfahrzeugen gehen. Ihr erinnert euch, wir hatten die Kara-Zertifizierung und das ist die Alternative dazu. Es wird dann nur geschrieben, dass E-Autos kaum Mängel haben. Wenn es Probleme gibt, dann meistens mit der 12-Volt-Batterie, so sagt das auch die Dekra. Es wird nicht, und das ist ganz wichtig, auf die Garantie von 8 Jahren und 160.000 Kilometern bei E-Autos hingewiesen. Es wird aber in dem Bericht getitelt, dass ein Akkutausch beim Elektroauto bis zu 30.000 Euro kostet. Nur den Umstand, dass das die ersten 8 Jahre überhaupt keine Rolle spielt, den lässt man mal weg. Das ist doch mittlerweile Industriestandard. Ja, das haben eigentlich so ziemlich alle Hersteller. Ich wüsste jetzt keinen, der das nicht hat. Der Dekra-Mitarbeiter musste noch nie ein Auto wegen einem Fehler an der Hochvoltbatterie stilllegen. Warum dann diese Überschrift? Frage ich mich auch. Am Ende wird noch Kobalt zu den seltenen Erden gezählt. Einfach nur traurig. Ich denke, das könnte man ohne weiteres als Schnitzer der Woche bezeichnen. Mit freundlichen Grüßen John Doe. Das sehe ich genauso. Wie gesagt, das ist ein subtiler Schnitzer der Woche. Aber es bleibt natürlich trotzdem ein Schnitzer der Woche, denn man kann es zwischen den Zeilen erkennen. Da ging es nicht darum, Werbung für Elektromobilität zu machen. Der John Doe hat mir dann noch eine Mail geschickt. Moin, hier noch ein Follow-up. Hatte dem Redakteur geschrieben und ihm unter anderem mitgeteilt, dass es bei Neufahrzeugen ja fast immer 8 Jahre oder 160.000 Kilometer Garantie auf die Batterie gibt und dass ich seinen Artikel etwas misslungen finde. Er meinte dann, dass er in einer Tageszeitung nicht auf jeden einzelnen Hersteller eingehen kann, obwohl ja eigentlich jeder Hersteller diese Garantie hat und er damit nicht auf einzelne Hersteller eingeht, sondern auf alle. Und es ja so viele Unterschiede bei der Herstellergarantie gibt. Was den Akku und die Kilometerleistung angeht, gibt es eigentlich nur in Nuancen Unterschiede, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Er ist auf die Kritik nicht wirklich eingegangen. Hatte auch mit dem Dekra-Mitarbeiter gesprochen, der fand den Artikel auch nicht gut. Die Dekra hätte sich gewünscht, dass sie den Artikel vorab bekommen, um gegebenenfalls korrigieren zu können. Darauf hatte der Redakteur wohl verzichtet. Ich vermute, weil er befürchtet hat, dass die Dekra sagt, na, das ist ein bisschen negativ hier dargestellt, das müsste man ein bisschen positiver schreiben. Beste Grüße, John Doe. Also wie gesagt, es ist kein brutaler Schnitzer der Woche, weil ja die Aussagen grundsätzlich jetzt erstmal nicht falsch sind. Man kann das aber so oder so darstellen. Und da die Darstellung hier grundsätzlich eher negativ in Sachen Elektromobilität ist, ist das für mich auf jeden Fall der Schnitzer der Woche. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich wie immer bei allen Zuschauern bedanken, die mir Mails haben zukommen lassen zu Elektromobilität, zu eigenen Elektroautos. Schickt mir da weiter Mails bitte. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch wären die Ben nicht möglich. Ansonsten soll es das für die heutige Ausgabe gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und Abo ist wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr die nächste Ausgabe.